Wie im letzten Video versprochen, geht es direkt weiter in der Action. Und wir haben in der Stadt haben wir jetzt nochmal diesen mysteriösen NPC getroffen, die jetzt hier links hinter uns steht. Und ja, im Smalltalk hat Kirito dann ein Schlüsselwort ausgelöst, nämlich, dass er sie wohin bringen soll, mit der Frage. Und das hat bei ihr das ausgelöst, wo sie es bestätigt hat. Und deswegen sind wir jetzt mit ihr unterwegs und eskortieren sie zu einem uns noch unbekannten Ort. Und wir wissen auch noch nicht, wie sie heißt. Aber ich denke, das wird wichtig werden für die Story. Und ich habe noch etwas Neues gelernt. Kannst du jetzt aktuell aber noch nicht einsetzen. Also informativ gelernt. Und das wurde jetzt auch freigeschaltet, ein System. Eben um dann auch die Teammitglieder, ja, sag mal, zu beeinflussen in ihrer Art und Weise, wie sie kämpfen. Und das hängt eng mit dem Zuneigungssystem zusammen. Und das werden wir auf jeden Fall noch ausprobieren, sobald wir unsere Teammitglieder wieder mit am Start haben. Aber von der Beschreibung her ist es ein ziemlich cooles System. Aber darauf gehen wir dann ein, wenn wir jemanden dann dabei haben, bei dem wir das auch machen können. この NPC の名前が表示されていない理由もわからないし、一体何なんだ？どうぞ。あ、おい。ひょっとしてクエストが、システム的に考えれば帰り道に。な。はい。街に帰るんだ。わかります。どうにも腑に落ちないな。街に戻ったら少し調べてみるか。 Ja, solche Quests kennen wir auch aus eher schlechten als rechten MMORPGs. Escort-Quests ohne Sinn und Verstand. Gibt auch gute, aber es gibt auch solche. Jetzt sind wir wieder in der Stadt. Ja, Quest Quest. Wir begeben uns danach wieder in die Action, versprochen. Kirito kann nichts dafür. Immer wieder zieht er irgendwelche Mädchen an und ja, die sind stellenweise dann doch schon sehr eifersüchtig und besitzergreifend, was sehr witzig ist, weil er es wirklich nur gut meint. クエストNPCと言えば、いろんだけどこの子はクエストを開始し、本当にただ目的地に連れて行くだ。一度で終わりじゃなく、その線も考えたんだけど、まあこの子が気になるのはゲームを開始した日から。そんな、どうした？パパ、その、あ、何か順を追って通常NPCには必ず 役それって、例えば、はい、それにより、その NPCは、そうした設定が全て、値が、わかりません。制作、キャラクターの役割が未設定のままのクエスト。名前が表示されないのも、じゃあその子は、自分が誰で、おそらく、なんか、不憫な感じよね。 そうですね。名前？そうだ。考えるって。だって、そうじゃないと呼ぶとき困る。そうね。やっぱ可愛い名前がいいです。名前？あ、君。私の名、そういえば。それは、ちょっと忘れただけじゃない。いくら NPC 相手でも、名前がない。 やっぱそれ。はい。うん。かわいい。あのね、プレミアちゃんってどう？プレミア？それもあるけど、英語のプレミア。プレミア。幕開けって意味も、プレミアちゃんがこれから一人の女の子としての幕開けをする。幕開けか。ということ。
プレミアちゃん。ああ、ちゃんのところは違うからね。プレミア。どうかな。別にどう呼んでも構いません。うん。それじゃあプレミアちゃんって。はい。それで。訳ありの NPC と知ってしまった以上、放っておくわけにもいかないよな。なんでこの子がこんな状態なのか。じゃあしば。まあ。NPC を束縛するわけにもいかないからずっと見続ける。じゃあできる限りでこれからよろしくね。よくわかりませんがよろしくお願いします。設定のないクエスト不具合なら運営に知らせた。それに不自然なクエストといい。Auch ziemlich cool, ne? Dass diese Premier, wie sie jetzt heißt, im NPC ist. Sie hat überhaupt keine Einstellungen, keine Persönlichkeitsattribute, gar nichts, keine Hintergrundgeschichte. Und das ist ja häufig so, dass das in Sword Art Online geht es auch um das Spiel, um die Mechanik, um die Engine, um Glitches, Bugs, die Gesetzmäßigkeiten, die dort herrschen. Jetzt haben wir auch wieder einen Umstand. Das Verhalten, auch jetzt von der Lisbeth, ist einfach so, wie wenn ihr halt eben mit jemandem online spielt. Dann sagt er, ja, ich bin Schmied und so, was geht, gehen wir mal ein bisschen Mats farmen, dann kann ich meinen Skill hochleveln und so weiter. Und jetzt kommen wir halt im Tutorial ein Stückchen weiter, um zu sehen, eben, wen wir mitnehmen können oder wie. Gegenseitige Zuneigung 3 oder höher. Auch gut, Gruppe bilden. Also Leute, die jetzt auch noch nicht in unserer Freundesliste sind. Darauf habe ich nur gewartet. So. Und Lisbeth habe ich eh dabei. Ich rede trotzdem mal ganz kurz mit ihr. So. Guck mal auf der Liste, weil Agil will ich jetzt nicht mitnehmen. Ja, Leafa wollte ich eigentlich mitnehmen. Sinon ist auch cool. Mache ich auch sehr gerne. Ich nehme jetzt erstmal Leafa mit. Muss mal gucken, wie ich es jetzt einladen kann. Aber L1. Und sie ersetzt. Stimmt, eigentlich wollte ich ursprünglich mal Lisbeth raushauen. Aber ich mache jetzt mal Siddika raus. Und gehe mit den drei. Und ich denke, später werde ich einen Kleinen mal mitnehmen. Beste Kumpel von Kyoto. Und wir porten uns jetzt erstmal direkt raus. Und schön, dass es schön angenehm über die Weltkarte. Ihr seht hier. In dem Bereich haben wir Quests. Wir haben jetzt auch noch diese Kreise eben angezeigt. Und wir können aber auch hier dann auch in den anderen Gebieten schön hinporten einfach. Und ich denke mal, diese Teile hier werden Dungeons sein. Und ja, da habe ich schon richtig Bock drauf zu erforschen. Und wenn ihr mal guckt, ich noch einen Tick rausgehe, das sind nur hier die weiten Ebenen von Wustoria. Und da geht ja noch mehr. Ich denke, da werden wir einiges zum Spielen haben. Und jetzt geben wir uns auf jeden Fall erstmal wieder ein bisschen Action. Und mittlerweile habe ich auch ein Schild. Und
kann dann zum Beispiel auch diesen Tempo-Boost aktivieren. Ich mache es mal einfach nur testweise, um zu sehen, wie lange er hält. 180 Sekunden. Das Schöne ist, ihr könnt mit L1 und der rechten Analogstick schön rein und raus zoomen. Da ist eine andere Gruppe unterwegs, hinten rechts. Und das sind im Grunde genommen auch NPCs, aber halt eben ja, simulierte Spieler. Und es gibt hier verschiedene Schatztruhen, Truhenarten. Ich habe hier auch schon welche geöffnet. Deswegen brauche ich jetzt hier die blaue da hinten und die rote da unten nicht nochmal öffnen. Wobei ich gucken muss, ich glaube die blauen, die öffnen sich immer wieder. Oder haben immer wieder mal auch was drin. Und es gibt Truhen, die könnt ihr nur öffnen, wenn ihr eben die Gegner im Umkreis erledigt oder bestimmte Spezialgegner erledigt. Und das animiert halt auch immer wieder mal dazu zu grinden, ohne dass man jetzt das Gefühl hat, eben nur zwar sich für XP oder Materialien zu farmen. Ja, und die sind jetzt schon eigentlich Kanonenfutter mit der Ausrüstung, die Kyoto jetzt hat. Läuft das doch sehr gut. Und man kann mit Digitalkreuz kann ich die einzelnen Teammitglieder durchschalten, um dann die blauen Befehle links dann eben auf sie anzuwenden. Und somit könnt ihr dann auch individuelle Befehle vergeben. Und ja, diese roten Befehle, das sind halt eben fürs gesamte Team. Wenn ich jetzt zum Beispiel direkt mit allen angreifen will, Verkettungsangriffe ausführen will, nutze ich dann halt eben auch diesen blauen Bereich, in dem Moment mit L1 und Dreieck. Und ich habe jetzt noch nicht viel gespielt, aber es geht mir jetzt schon ziemlich gut ins Blut über. Und fühlt sich auch sehr natürlich an, einfach so zu kämpfen. Im allerersten Video oder im zweiten Video habe ich gesagt, dass man aufpassen muss, eben, dass man skilltechnisch, wenn man Skills freischaltet, dass man da nicht genügend Slots hat, um alle dann zu vergeben. Das stimmt mittlerweile nicht mehr. Wenn ich die Touchpad-Taste drücke, habe ich hier diese Leisten. Und da kann ich auch schon einige Skills dann auch reinlegen, wenn ich will, zusätzlich noch. Ich habe zwar hier nur die Buffs drin, aber das spart mir natürlich auch Platz dann für meine Slots, die ich dann auch so verwenden kann, wie ich das dann für sinnvoll halte, ohne dass ich dann das Gefühl habe, anderweitige Skills zu opfern, die ich dann noch vielleicht auch gerne hätte. Es wurde elegant umgesetzt. Genau. Hinten haben wir wieder eine rote Kiste. Wenn wir den dicken Dinger hier erledigen, schön einmal gemacht habe, dann ja, kommen wir in die Kiste ran. Verträgt natürlich ein bisschen mehr, aber das geht jetzt. Wir haben ja noch eine andere Gruppe, die mit am Start ist. Und allzu viel macht er auch nicht, also das ist nicht sehr gefährlich. Und zwischendrin lobe ich sie, also wenn ich wenn er gute Arbeit sagt, dann ist das, wenn ich das gemacht habe. Und es ist zum Beispiel so, wenn ihr wenn eure Teammitglieder irgendwas machen, also zum Beispiel einen Angriff machen, einen Skill ausführen, den ihr, von dem ihr euch wünscht, dass sie ihn öfters mal ausführen, dann könnt ihr auch das beeinflussen, dieses Verhalten, indem ihr die Teammitglieder entsprechend lobt, wenn sie das halt gerade ausführen. Also als Beispiel, wenn jetzt zum Beispiel die Silitka, die ich jetzt nicht dabei habe, wenn die aber ihren Heal-Skill einsetzt, dann habe ich sie oft dafür gelobt, weil ich ja möchte, dass sie auch verstärkt eben Heilungsskills einsetzt, wenn ich sie dabei habe. Und das ist auch interessant und mit dem Zuneigungssystem, das zeige ich euch auf jeden Fall nachher nochmal. Die Vulkanklinge, die habe ich schon mal bekommen, die war jetzt gerade wieder in der Kiste.
Da werde ich mal gucken, ob ich die später mal zerlegen oder verkaufen kann. Sollte sich auch in irgendeiner Art und Weise lohnen. Questtechnisch muss man gucken. Wespen noch. Lea Göttertrankpflanzen. Feldtriant. Und dann noch Matt. Plus auf der Eventliste sammeln die Materialien, nachdem Liz gefragt hat. Tun wir uns erstmal die Wespen hinten. Herstellungskristall, super. 60% Instant Heal. Die können wir jetzt getrost in Ruhe lassen, da haben wir jetzt eigentlich keine Quest mehr. Und mit Level 2 geben sie jetzt auch nicht mehr so viel XP. Level 1 Wespen killen wir noch, weil ich glaube, wir brauchen noch welche. A2 Arbeiterwespen. Stürmische Wespe. Muss auch genau auf die Namen achten. Warnung. Untoter Triant. Yes. Böse Magie breitet sich von einem gefallenen heiligen Baum aus und verdirbt die Vegetation ringsum. Bereitet diese Gefahr ein Ende. Oh, Level 95? Ich glaube nicht. Das ist schon wieder so ein Altbaum wie bei Dragon Quest Heroes 2. Den brauche ich gar nicht erst angreifen. Level 95 ist ein Board. Das wäre Instant Kill, den er mir verpasst. Egal, was er macht. Wunderbar. Also ich habe auch etliche Quests eingesammelt in der Stadt, um eben die hier einfach schon mal komplett abzugrasen. Und das ist auch schön komfortabel gestaltet. Und die gehen wir dann einfach am Teleportplatz dann gemütlich nachher ab und holen unseren Loot und unsere XP. So, jetzt diese verkettete CDS, 20 Grad, eigentlich in der perfekten Formation. Jeder an einer Seite. Was ist das hier? Altar des großen Baums. Der Geist des heiligen Lebensbaums zieht Bösartigkeit aus seiner Umgebung an. Haltet ihn auf, damit er nicht mächtiger wird. Okidoki. Los geht's. Boah, also Asuna hat da ziemlich stark zugesetzt. Die ist fast komplett down. Ich werde gleich mal sich heilen. Also mit dem muss man gut aufpassen. Das war jetzt mein Fehler, ne? Ich hätte gesagt, hier angreifen und dann haben sie sich direkt in die Range begeben. Wurden eben umgenietet. Zum Glück noch nicht ganz so
gefährlich bisher, aber war schon sehr knapp, sind beinahe gestorben. Aber man kann sie wiederbeleben. So, muss ich mal heilen. So, Lisbeth down, Asuna down. Es wird noch eine Weile dauern, bis ich diese Befehle dann ja, aus dem FF dann auch wirklich ausführe. Das ist gerade situationsgemäß dann auch. So, betäubt, wenn sie betäubt sind, kann man sagen, wechseln, die Kombination bzw. den Befehl wechseln über L1 und X. Und damit gibt mir zu verstehen, dass sie, egal was sie jetzt gerade ausführen wollten, damit aufhören sollen und direkt auf den Schaden machen sollen. Ich verstehe zwar noch nicht ganz, was der Unterschied ist zu, wenn ich sie alle auffordere, einfach, dass wir ihn angreifen. Aber ich glaube schon, dass es eine Daseinsberechtigung hat. Liegen alle. Ja, auch bald. Ich werde sie auf jeden Fall wiederbeleben. Ich weiß nämlich nicht. Die Wespen killen mich gleich. Ich hoffe, es reicht noch. Ja. Ich wollte versuchen, sie zu töten. Ah, Asuna wiederbelebt mich. Wie krass. Ich habe glatt das Leben gerettet. Das war jetzt knapp, aber ich lobe noch nicht den Tag vor dem Abend. Okay. Aber sehr, sehr gut. Also hat mich gerade noch so gerettet. Sollte ich erstmal heilen? Wir heilen uns. Ja, da wäre die Silica halt praktisch. Silica kann halt heilen. Die kann dann so eine. Ja, so eine Heilfläche, ein Heilgebiet casten und dann können alle eben davon profitieren, sich reinstellen und werden dann geheilt. So, die beiden wiederbeleben jetzt auch erstmal. Rio 1. So, die sollen sich erstmal hochheilen. Und die scheiß Wespen, also. So, auch gucken, dass wir eben wegkriegen. Wenn die schon echt nett Schaden macht. Aber gut, hat auch Level 9, 4 Level über uns. Und die hören auch gut, also ich hab's jetzt auch gerade wieder gesagt. Achte auf seine Angriffe und sie ist direkt raus. Ich sollte mich auch mal heilen. Ja, braucht eine Weile, das macht es auch ein bisschen fairer. Es gibt Dinge, die sind auch fair gestaltet, eben dass wir uns wiederbeleben lassen können, aber auch dass die uns wiederbeleben, dass wir sie wiederbeleben können, ist aber jetzt nicht zu imbalanced, sondern wir haben ja auch einiges zu tun, um überhaupt zu überleben. Levelaufstieg, wunderbar. Direkt voller LP und AP beschert. Wer ist noch tot? Asuna, wo liegt sie denn? Direkt zu seinen Füßen. Jetzt ruft er wieder Wespen. Liegt sie da immer noch? Ja. Reicht aber. Echt hart, ich brauche auf jeden Fall mehr Skills.
Wespen sind richtig nervig, sie sind schlimmer als der Baum. Und ich liege hier am Boden. Okay. Okay, also ich sehe schon, also Heilerin Silica brauchen wir schon, zumindest bei solchen Gegnern, wir halbwegs vorankommen. Ja, die Wespen ist halt hart, weil wir müssen halt im Grunde genommen, wir kämpfen ihn, dann kommen zwischendrin die Wespen. Und wir wollen nur noch 13 Minuten Zeit, gut, so lange wird es nicht gehen. Entweder sterben wir oder er. Oh, dass die da ständig kommen, also vielleicht kann ich das Nest da irgendwie zerstören. Wäre vielleicht eine Idee. Das ist blöd, dass ich diese Skillleiste hätte ich gerne, würde ich aber mit Kreis wegdrücken, mit Kreis bestätigt mal aber. Und X kommen wir auch nicht raus. Wäre ziemlich praktisch. Wo liegt ein Arsenal? Liegt die mittendrin? Na, oh, voll reingelaufen. Also überleg mal, das ist nur Level 14, wenn ich jetzt vorhin zu einem Level 95 Baum gegangen wäre. Würde das noch viel hässlicher aussehen als jetzt aktuell schon. Was passiert denn jetzt gerade? Mächtiges Flackern. So, kann ich Lisbeth sagen, sie soll die wiederbeleben? Jetzt soll sich erstmal heilen. Jetzt sind wir alle tot, glaube ich. Ne, Asuna lebt noch. Die Frage ist, wie lange? Oh, schon wieder diese Wespen sind echt übel. Ich will unbedingt mit Level 6 halt Level 14 einen Baum erledigen. Also tun wir das. Probieren es zumindest. So, jetzt sind sie wenigstens wieder alle im Leben. So, wo ist der Baum? Ah, da. Ich habe einen Baum voller. Oh ne, da. Jetzt ist er wieder. Komplett geheilt. Ja. Kann sein, dass ich mich doch zurückziehen muss. Ich glaube nicht, dass wir das so schaffen. Vor allem nicht mit den Wespen. Die machen uns echt mehr Probleme als alle anderen. Mit dem Com-Elixier. Schade eigentlich, aber geht nicht anders. So, ich hoffe, die überleben jetzt alle, dass wir weggehen. Und jetzt fliehen wir einfach. Das ist mir zu arg jetzt aktuell noch, es bringt nichts. Nee, da kümmern wir uns später drum. Level 95 ist ja echt. Das ist zu arg einfach. Das geht gar nicht. So, kurzer Kartencheck. Ich denke mal ganz da unten, das ist das, was wir noch für Lea verbrauchen. Ich kann auch Heilung gebrauchen, aber ich habe keine Tränke mehr. Ja, du meine Güte, heil dich. Ja, du bist gut. Vielleicht kann sie mich ja heilen. Ja, tatsächlich hat eine Heilsphäre. Sehr praktisch, dann brauchen wir Silica doch nicht. Kann sie uns gerade noch mal heilen. Achso, da kannst du auch. Ja, wunderbar. Da haben wir ja nichts zu befürchten. Ich könnte mir zwar einen Level 14 Baum nochmal geben, aber das mache ich später. Die sind einfach noch ein bisschen zu schwach. Es würde gehen mit Ach und Krach.
Heilung, Sterben, Wiederbeleben, Wespen erledigen. Aber das ist dann auch zu öde, das will man nicht. Dann lieber dann, wenn es eigentlich angebracht ist. Und man sollte auch darauf achten, also wenn sie sagen, nutze Schwertskill, dass man den auch dann verwendet. Es gibt dann einfach nochmal einen Boost. Ich will mal sehen, ob ich sie animieren kann, auch wirklich zuerst anzugreifen. Ah ja, tatsächlich. Dann greifen sie sogar alle an. Ich habe auch das Gefühl, dass dieser linke Bereich und der rechte Bereich tatsächlich nicht nur einzeln sind. Also ich glaube, stellenweise machen sie das auch alle, weil wenn ich jetzt zum Beispiel hingehe und sage angreifen, dann greifen sie alle drei an. Wenn zum Beispiel, wenn ich lobe mit R2 oder bei L1 und Kreis, dann lobt er eine Person. Jetzt habe ich Asuna aktiv. Auch ziemlich cool. Also das ist auch gut zu wissen. Ich denke, dieses 8er auf seine Angriffe, mache ich mal kurz auch testweise. Ah ja. Reagieren alle drauf. Auch praktisch. Es wäre ja schon ein bisschen umständlich, wenn man das bei jedem einzeln machen müsste, aber wenn man schon sagt, 8er auf den Angriff, dann ist es meistens dann, wenn die doch etwas stärkeren Gegner mal dann irgendeinen AOE auspacken, wo man denkt, okay, das ist schon gefährlich. Da bei jedem Einzelnen durchswitchen müsste, um die dann zu warnen, wäre auch irgendwie nichts. Vier Krabben brauchen wir noch. So. So, ganz angenehm und spannend. Wir sind zwei Bäumen, die dem Albtraum entstiegen sind, begegnet. Wobei der 14er Baum ging ja noch, aber seine Wespen waren dann halt eben noch doch ein bisschen zu nervig für uns. Und im 95er Baum, heftig, heftig, sage ich da nur. Und ich gucke kurz nochmal auf der Karte, wo denn jetzt dieser Teil wäre für Leafa, beziehungsweise, nee, Lisbeth, der Schmiedin.
kann mal gucken, es gab irgendwo gab es hier Stufendetails. Ich weiß nicht, was ich da aktiv hatte, um Stufendetails auszusuchen. Ich stehe jetzt einfach rechts, aber es gibt irgendwie irgendwo ein Teil, das seht ihr unten, da taucht dann Stufendetails auf. Viereck. Aber das finde ich jetzt gerade nicht. Okay, dann mal kurz einen Questcheck. Sammle die Material, nach denen Liz gefragt hat. Ja, da steht es halt nicht drin, deswegen weiß ich jetzt nicht genau, wo das wäre. Sie sagte nur an einem Baum. Kann ich vielleicht ein Protokoll nochmal sehen? Nee, das ist nicht. Oder vielleicht in einem Freundeschat. Lisbeth. Okay, werden wir aber rausfinden. Und in diesem Bereich da unten links, da gehe ich jetzt auch noch mal kurz hin. Gucken wir mal nach, was es dort gibt. Und dann beenden wir das Video dann auch. Und bestreiten dann im nächsten Video natürlich weitere Abenteuer mit unserer Truppe hier in Sword Art Online. Seid für ein Lunchpaket, Asuna. Legt viel Wert auf ihre Kochskills. Ich bin gespannt, wo wir jetzt hinkommen. Ah, wir sind auch sogar richtig, das ist genau das Gebiet für Lisbeth, wo die Materialien für sie sammeln sollen. Und schaut euch mal den Himmel an. Wunderbar. Da fehlt mir ein Screenshot-Modus. Aber dennoch, das ist eine schöne, ja, schöner Ort für einen Abschluss. Und ich danke euch fürs Reinschalten. Und es wird weitere Videos zu Sword Art Online geben. Da könnt ihr euch drauf verlassen. Und ich wünsche euch noch einen gediegenen Sonntag oder eine entspannte Woche, falls ihr das Video unter der Woche seht. Danke euch, see you next time.